Kapitel 6, den richtigen Standort finden. Das ist gar nicht so einfach, gerade am Anfang. Da ist Vitamin B auf jeden Fall ganz wichtig. Und ich gehe da mal bei so vor, ich bin ja Outdoor unterwegs. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, gut Indoor aufzustellen. Dazu ist es natürlich von Vorteil, wenn du in einer großen Stadt wohnst. Ich fange erstmal an mit dem Outdoor-Bereich. Wie gehe ich da vor? Ich habe die Möglichkeiten, eBay Kleinanzeigen zu schalten. Belohnung für Standplatz. Also ich suche für meinen Snackautomaten einen Standplatz und der sollte zentral sein in einem Dorf und da bezahle ich dir beispielsweise als eBay Kleinanzeigenkunde 200 Euro für als Belohnung, wenn das erfolgreich ist. Dann hat man quasi schon mal so eine Art Kopfgeld und die Leute wissen schon mal Bescheid, oh, der sucht was und manchmal ist es auch ein halbes Jahr später, wenn sie die Anzeige schon längst gelesen hatten, dass sie dann irgendwie eine Möglichkeit haben oder beim Bekannten oder so und sich darüber unterhalten und dann sagen halt, okay, hier, wir würden das gerne mal probieren, wie wäre es denn? Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist natürlich Vitamin B. Vitamin B ist, man kennt jemanden, das ist bei mir der Vorteil, dass ich eigentlich viele Leute hier kenne und ich habe eine Art Trust an mir, weil die halt meine Videos und den ganzen Kram kennen und wissen auf jeden Fall, dass es was Vernünftiges ist. Also ich würde da auch bei den Firmen, wo ich hingehe und mich vorstelle, nicht anfangen, eine E-Mail zu schreiben. Die schmeißt man ganz schnell im Papierkorb. Vor allem sind es meist die Angestellten, die das lesen und gar nicht mehr Arbeit haben wollen. Und ich würde auch nicht anrufen. Das ist immer viel schöner, was Vernünftiges anziehen und vielleicht auch die Frau mit einem ordentlichen Dekolleté vorschicken. Das ist jetzt nicht böse gemeint oder diskriminierend, aber ist so. Das zieht dann immer noch mehr als Argument, dass man da einen Standort besorgt. Man muss natürlich beim Standort nicht nur sagen, hey, Standort, hier, Automat. Ne? Man muss die Vorteile erwähnen. Ne? Also erstmal kommt dann Müll einmal hin, das ist sauber. Dann kannst du deine Werbung von mir aus ranklatschen. Ne? Dann kriegst du monatlich Kohle. 50 Euro plus 25 Strom, der verbraucht nie im Leben 25 Euro im Monat Strom. Dann hast du schon mal 75 Euro netto im Monat, einfach mehr. Nur das so eine Kiste auf einen Quadratmeter. Der Quadratmeter für 75 Euro im Monat vermietet. Wo gibt's das denn bitte? Nebenbei hast du kühle Getränke und Snacks, je nachdem, was in deinem Automaten drin ist und so weiter. Ich brauche bloß einen Stromanschluss, den würde ich dir auch noch bezahlen. Und Betonsockel kann ich auch selber machen. Der Automat wird täglich angefahren, beziehungsweise wir haben eine Telemetrie drin, wir sehen, was an Produkte fehlt, also das Ding steht auch nicht leer, es wird sauber gemacht und so weiter. Du hast ja auch mehr Kunden, die dann wieder herkommen, hier warten und das sind halt so Argumente, warum man so einen Automatenstellplatz einfacher bekommen kann, wenn man gut argumentiert. Achtet dann immer darauf, dass ihr wirklich eure Automaten auch top im Schuss habt, dass sie sauber sind und dass sie wirklich, wirklich funktionieren. Ne? Erklärt auch den Kunden, was für Technik drin ist, dass da keiner irgendwie Alkohol kaufen kann ohne Altersnachweis, dass da keiner irgendwie altes Zeug kriegt, weil ihr ja in der Telemetrie alles seht und so weiter. Also das ist alles, ihr müsst ihm vorher schon den Segel aus dem Wind nehmen, nein zu sagen. Ne? Also, das war's von mir aus mit den Standorten. Man muss jetzt natürlich das Rechtliche noch einmal begehen und sagen, okay, ich lebe hier in Niedersachsen. In Niedersachsen ist es so, stelle ich einen Automaten irgendwo auf, brauche ich eine vereinfachte Form einer Baugenehmigung. Das mache ich dann bei der jeweiligen Gemeinde. Und habe ich aber gar keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ich suche mir eigentlich nur Gewerbebetriebe. Das ist der Fahrradladen, das ist die Fahrschule, das ist der Waschpark, das ist der Baumarkt zum Beispiel. Und da darf ich ein Gerät, nicht freistehend, aber an diesen Betrieb ranstellen. Und somit brauche ich keine Genehmigung, kann das Ding einfach laufen lassen. Was ihr natürlich machen könnt, pflanzt das Ding irgendwo hin und wartet, was passiert. Die werden sich schon irgendwann melden, wenn sie ein Problem mit haben. Und dann wird das halt nachgenehmigt und gut ist. Im Zweifel stellt ihr es einen Meter daneben und beantragt eine neue Genehmigung. Also ich würde mir da nicht so viel Gedanken drum machen, um eine Genehmigung. Red Bull übrigens kann man ohne Altersnachweis verkaufen. Es gibt da immer viele Eltern, die dann auf euch zukommen werden und sagen, ne? Das geht gar nicht, das ist ja erst ab 16. Das ist nur eine freiwillige Sache von den Supermarktketten. Die sagen, wir machen es erst ab 16. Ist ja, können die machen, wie die wollen, aber deswegen ist es ja noch lange kein Gesetz. Also Energy Drinks und Red Bull ist nicht
altersnachweispflichtig. Kann man machen, muss man aber nicht. Wichtig ist natürlich Alkohol, Schnaps, Zigaretten und so weiter. So viel zum Thema Standort finden, Kosten und Rechtliches. Rechtlich ist noch ganz wichtig, ihr müsst an den Automaten eure Adresse einmal ranschreiben und eine Telefonnummer, wo euer Firmensitz ist und dass man euch erreichen kann. Mehr nicht.